möchte Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Ich habe mich gefragt, wann für uns eigentlich Weihnachten anfängt. Mit den ersten Lebkuchen im Supermarkt Ende September, wenn man im Oktober im Kaufhaus mit Weihnachtsmusik berieselt wird, wenn wir die erste Kerze am Adventskranz anzünden oder erst, wenn alle Vorbereitungen für die Feiertage erledigt sind. Für mich hat es der Dichter Rolf Krenzer genau auf den Punkt gebracht mit seinem Gedicht »Wann fängt Weihnachten an?« Und ich würde mir wünschen, dass wir uns von diesen Gedanken leiten lassen. Wann fängt Weihnachten an? Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt, wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt, wenn der Habe was mit dem Habe nichts teilt, wenn der Laute mal bei dem Stummen verweilt und begreift, was der Stumme ihm sagen will, wenn der Leise laut und der Laute still, wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos, das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht Geborgenheit helles Leben verspricht und du zögerst nicht, sondern du gehst, so wie du bist, darauf zu, dann, ja dann, fängt Weihnachten an. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Amen. Wir beten mit Worten aus Psalm 145, das ist die Nummer 761.1. Wir sprechen gemeinsam. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Wir beten weiter in der Stille. Lieber Vater im Himmel, du weißt, wie sehr wir uns wünschen, dass es Weihnachten wird. Weihnachten in unseren Herzen, Weihnachten in unseren Familien, Weihnachten auf der ganzen Welt. Und du weißt auch, was dem all entgegensteht. Insbesondere die Pandemie und die Verunsicherung, die damit einhergeht, die Einschränkungen, aber auch Friedlosigkeit und Streit in unserer Welt. Und daher bitten wir dich nun, dass in diesen Tagen, das fürchtet euch nicht, der Engel uns Mut und Kraft macht. Wir bitten, dass die große Freude, die uns verkündigt wird, unsere Herzen erreicht und verändert. Und wir bitten, dass dein Friede Einzug hält und uns zu Friedensstiftern macht. Wir wollen dir die Ehre geben, die dir zusteht. Amen. Wir hören nun die Band Ich will dich anbeten. Ich lese aus Jesaja, Kapitel 9, die Verse 1 bis 6 aus der Luther-Übersetzung. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift,
wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Wir singen das Lied, es ist ein Ros entsprungen, Nummer 30, die Strophen 1 und 2. Lesung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 20 nach Martin Luther. Jesu Geburt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weib, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr, und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wir hören nun die Band mit Herbei, o ihr Gläubigen. Aus der Weihnachtsgeschichte, die wir eben gehört haben, greife ich einen Satz heraus, Lukas 2, Vers 14. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Liebe Gemeinde, Weihnachten im Jahr 2021, was ist das eigentlich für ein Weihnachten? Ein befreundeter Arzt schrieb mir ein paar Zeilen von den Anstrengungen, die im Augenblick in seiner Praxis herrschen. Und er schreibt das mit so einem Augenzwinkern. Er schreibt unter anderem: Wer auch immer uns vor unsere Impfspritzen kommt, der wird geboostert. Und dann ein bisschen später: Die heiligen drei Könige sind gebeten, in diesem Jahr statt der bekannten Gaben, in diesem Jahr Impfstoff zu bringen.
Ja, nicht? So ist das, so sind die einen. Und dann, aber das merken wir eben auch in unserer Gesellschaft und so ist es dann eben auch. Und die anderen wollen aber eben auch keine Impfungen, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann gibt es Menschen, die stellen sich aktiv gegen Impfungen und manche eben auch aggressiv. Und das bedeutet auch in dieser Zeit so viel Streit und es bedeutet so viel Unmut und so weiter. Viele Menschen sind inzwischen mit der ganzen Situation ja auch überfordert. Und dann bemerken wir, dass es immer weniger Kontakte gibt. Und wir können auch keine richtigen Gottesdienste feiern. Also es ist schön, dass wir Gottesdienst feiern können, nicht? Aber wir sehen uns alle wieder nach richtigen Gottesdiensten ohne Masken, wo wir singen können, nach Herzenslust und so weiter. Ja, und dann kommt hinzu irgendwie Omikron-Variante, irgendwie ein Ende irgendwie der Pandemie ist im Augenblick nicht in Sicht und das ist für viele natürlich eine bedrohliche Situation auch. So, und jetzt hatten wir in der ersten Lesung aus dem Alten Testament schon gehört, das Volk, das im Finstern wandelt. Und ich meine, ihr Lieben, das sind wir doch irgendwie. Wir sind doch im Augenblick die Menschen, die wirklich da im Dunkeln tappen. Und da soll Weihnachten werden. Ja, gerade da wird Weihnachten. Auch die Hirten, von denen wir dann später hörten, nicht, mit ihrer Herde, die sind ja auch im Dunkeln, nicht, und sind bedroht davor, nicht, dass die Herde irgendwie geklaut wird, also durch Räuber oder eben auch durch wilde Tiere, ganz reale Gefahren. Und da scheint mitten in diese Bedrohung hinein, in diese dunkle Bedrohung hinein, das helle Licht Gottes. Und dann hören wir eben dieses, fürchtet euch nicht. Und wir hören, es gibt große Freude, die euch verkündet wird. Und wir hören, jetzt, heute ist euch der Heiland, der Retter geboren. Vielleicht wird es erst in solch einem richtigen Dunkel auch richtig Weihnachten werden. In dieser so schweren Zeit wollen wir uns durch die Weihnachtsbotschaft neu ausrichten lassen, auf den, der unserem Leben Kraft und Stärke gibt. Wir wollen uns wappnen vor all den Bedrohungen und all den Todesmächten, die um uns herum sind. Und wir wollen das Licht im Dunkeln suchen und wir werden es auch finden. Noch einmal, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Drei Dinge möchte ich dazu sagen. Erstens, Weihnachten, Doppelpunkt, Zeit der Zuwendung. Weihnachten, Zeit der Zuwendung. Ich weiß nicht, wie es euch und wie es Ihnen gegangen ist und vielleicht auch noch geht. Ich habe als Kind Weihnachten wirklich immer sehr genossen. Also da war Nummer eins Geschenke, ganz klar, also Nummer 1 bis Nummer 4 oder so, aber danach kam ihm auch eine andere Sache. Danach kam mein Vater, der an den Feiertagen endlich mal Zeit hatte für uns und der endlich mal irgendwie ein entspannter Kerl gewesen ist. Und meine Mutter, die ihre ganzen Backkünste aktiviert hat und die Mohnkuchen und Pfefferkuchen gebacken hatte. Und mein Bruder, der nicht mit mir gezankt hat, sondern mit mir gespielt hat. Und die Oma, die aus Gelsenkirchen kam, die vorgelesen hat. Und erst später ist mir klar geworden, was der Kern dieser Weihnachtsfeste gewesen ist. Zuwendung. Es ging um Zuwendung. Zuwendung von Liebe. Von dem Vater, von der Mutter, vom Bruder, von der Oma aus Gelsenkirchen, von allen Zuwendung in Liebe. Diese Zuwendung erfüllt ja dieses wunderbare Gefühl, jetzt und hier bin ich richtig und ich bin geliebt. Und dieses Gefühl, das kann einen Menschen, das kann jeden Menschen herrlich nähren, herrlich ernähren. Weihnachten ist also immer Zeit der Zuwendung. So, und das kam mir in den Sinn, als ich die Worte las, bei den Menschen seines Wohlgefallens, also hier aus unserem Predigtext. Die Basisbibel, eine moderne Übersetzung, übersetzt es so, die Menschen, denen Gott sich in Liebe zuwendet, denen Gott sich in Liebe zuwendet. Und Weihnachten sagt uns, Gott selber wendet sich uns, wendet sich dir in Liebe zu. Gottes ganze Zuwendung zu dir ist jetzt, ist heute da. Gottes Wohlwollen, also Gottes Wohlgefallen, gilt uns, gilt dir, gilt mir ganz persönlich. Gott wendet sich jetzt jedem Menschen in herzlicher Liebe zu, durch Jesus Christus.
wer auch immer du bist, was auch immer du gerade denkst oder fühlst, wie auch immer du lebst, wo auch immer du herkommst, was auch immer du glaubst, einer wendet sich dir heute in herzlicher Liebe zu: Gott durch Jesus Christus. Und wie man sich im Dunkeln auf einen kleinen Lichtpunkt ja konzentriert, so wollen wir uns auf diese Wahrheit konzentrieren. Gott wendet sich in Jesus Christus auf uns zu. Und wenn wir uns dann dem Lichtpunkt nähern und wenn wir diesen Lichtpunkt dann betrachten, wenn wir ihn auf uns wirken lassen, dann erkennen wir, es ist nicht nur ein kleiner Punkt, sondern es ist ein großes, ein breites und ein tragfähiges Fundament. Von Gott geliebt, Gott wendet sich uns heute zu. Also, in dieser dunklen Corona-Zeit gilt: Fürchtet euch nicht, denn Gott wendet sich jetzt in seiner Liebe zu, in der Dunkelheit. Zweitens, Weihnachten, Zeit des Friedens. Wo Zuwendung ist, da ist auch Friede. Also jedenfalls soll es so sein, nicht? Und besonders an Weihnachten ist ja die Sehnsucht nach Frieden so groß, und weil die dann auch so übermäßig groß ist und die Erwartungen so hoch ist, gibt es dann manchmal extra auch noch Streit. Es gibt ein Lied in unserem Gesangbuch: Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen. Also ist nicht für Bauingenieure, sondern irgendwie Brücken zwischen den Menschen sollen gebaut werden. Und da gibt es die unübertreffliche Zeile: Ob Friede wird, liegt auch an mir. Und damit sind wir bei diesem wichtigen Gedanken, den die Engel hier aussprechen, vom Frieden auf Erden. Und wo der Apostel Paulus sagt: So viel an euch liegt, habt Frieden mit allen Menschen. Und wo Jesus seine Jüngerinnen und Jünger hier als Friedensstifter bezeichnet und sagt dann: Ihr seid selig, ihr seid glücklich, wenn ihr das tut. So, allem Bösen, allem Lebensfeindlichen, aller Lieblosigkeit setzen wir etwas entgegen: Frieden. Wir haben davon schon in der Begrüßung auch gehört. Auch was da genannt wurde, dient ja dem Frieden. Wir suchen Frieden in der Familie und wir suchen Frieden mit den Nachbarinnen und Nachbarn, mit den Kolleginnen und Kollegen und so weiter. Und wir suchen, was den Frieden schafft zwischen Menschen unterschiedlicher Völker und was den Frieden schafft zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen. Waffenexporte werden es nicht sein. Und auf Menschen anderer Religion herabzublicken, das wird es auch nicht sein. Und Hass und Verleumdung und verbaler Gewalt setzen wir Liebe und Wahrhaftigkeit und versöhnliche Worte entgegen. Ob Friede wird, liegt auch an mir. Aber dann merken wir auch bald: So leicht ist es ja mit dem Frieden gar nicht. Und das hängt nicht nur mit den anderen zusammen, sondern es hängt ja auch mit mir selbst zusammen. Wir scheitern ja nicht nur an den anderen, wenn es um den Frieden geht, sondern wir scheitern ja oft genug an uns selbst, wenn es um den Frieden geht. Und das, dass wir auch an uns selbst scheitern, das ist eine wesentliche Erkenntnis. Denn, so sagt es die Bibel, wir leben nicht in einem Frieden mit Gott. Wir leben ja immer wieder in so einer eigentümlichen Distanz zu Gott. Also bisweilen ist das bestimmt einfach von Gleichgültigkeit. Bisweilen aber auch von Verachtung all dem gegenüber, was mit Gott zusammenhängt. Oder wir vergessen Gott einfach in unserem Leben. Oder aber wir suchen ihn und finden ihn doch nicht. Und wenn die Engel jetzt vom Frieden auf Erden singen, dann sagen sie: Jetzt ist einer geboren, der Frieden mit Gott schafft. Für alle Menschen und für alle Zeiten. Jesus Christus, der Retter, ist da. Er, der Gerechte, er opfert sein Leben, damit Gott uns einfach Frieden schenken kann. Jesus Christus versöhnt uns mit Gott am Kreuz, indem er sein Leben für unseres hingibt. Und Menschen haben zu allen Zeiten gesagt und sagen auch bis heute immer noch: Diesen Frieden, diese Versöhnung, das habe ich schon so lange für mich ersehnt. Heute nehme ich das als ein großes Geschenk Gottes für mich einfach an. Ich vertraue, ich glaube, dass ich versöhnt bin
und dass Friede mit Gott jetzt einfach da ist, so wahr Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und sein Leben für meines und für das Leben aller Menschen natürlich gegeben hat. Und das macht etwas mit einem Menschen, das macht etwas mit einem Menschen. Er oder sie lebt jetzt in einer Beziehung zu Gott, nämlich im Frieden mit ihm. Und Paulus kann sogar so sagen, ja, Christus lebt jetzt in mir. Und dadurch formt er einen Menschen, der Frieden stiften will und Frieden stiften kann. Ob Friede wird, das liegt wirklich an mir. Denn Gott hat alles schon getan. Er hat auf Erden den Frieden gebracht. Und jetzt liegt es an mir, das mir einfach schenken zu lassen. Drittens, Weihnachten, Standing Ovations und Schweigen. Also Standing Ovations, nicht? Das gibt es zum Beispiel bei der Oscar-Verleihung oder auch wenn die Grammys verliehen werden. Manchmal für Fußballspieler, manchmal für Bundeskanzlerinnen, manchmal auch für tolle Lehrer. Das habe ich auch schon erlebt. Standing Ovations für gute Lehrer. So, nicht? Und das ist richtig so. Und da kann man nur sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Und Weihnachten, das haben wir jetzt auch hier, nicht? Standing Ovations für Gott durch die Engel. Ehre sei Gott in der Höhe. Standing Ovations. Bei Standing Ovations richtet man sich ja in der Regel auf die Person aus, der jetzt auch die Ehre zukommt. Und so ist es auch nicht bei Ehre sei Gott in der Höhe. Menschen richten sich innerlich auf Gott aus. Wir wenden uns Gott zu, in Respekt und in Ehrfurcht, in Vertrauen und in Liebe. So, und von daher hat ja auch die Musik im Gottesdienst eine so endlich wichtige Rolle. Und ist Musik so wichtig für den Glauben an Jesus Christus? Und auch in anderen Religionen spielt die natürlich auch eine Riesenrolle. Bisweilen bewirkt aber auch diese Hinwendung zu Gott gerade das Schweigen, das Stillsein. Bei der Bibelkreis-Adventsfeier hatte ich ja den Satz vorgelesen aus dem Propheten Sacharja: Alle Welt sei stille vor Gott, denn er hat sich aufgemacht, um zu uns zu kommen. Auch so ein weihnachtlicher Text schon im Alten Testament. Still sein, schweigen vor Gott, denn er kommt. Das ist ein schöner weihnachtlicher Gedanke. Und ich denke, dass die kommenden Tage, wo es ja immer dunkler wird, uns auch dahin ziehen können, dass wir einfach vor Gott auch einmal schweigen, dass wir still sind vor Gott. Also jetzt Gott gar nicht unsere Not sagen, das dürfen wir natürlich auch tun, Tag und Nacht, jederzeit, und er hört auch gerne, aber einfach mal das einüben, still sein, still werden vor Gott schweigen und ihn auch so ehren. Also gerade in der Corona-Zeit gilt, Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre sei dem, dem Ehre gebührt. Wenden wir uns ihm wieder zu, mit der Musik, mit unserem Singen, auch mit dem Singen alleine oder in der Familie, wie auch immer, aber auch im Schweigen. Denn er wendet sich dir zu, egal wer du auch bist. Amen. Jetzt singen wir gemeinsam. Fröhlich soll mein Herz springen, 36, 1 und 2.
Ich will noch mal einladen zu allen Gottesdiensten, die über Weihnachten stattfinden und auch danach. Also am Heiligen Abend gibt es 3 Gottesdienste um 15 Uhr, kein Krippenspiel. Krippenspiel gibt es aber online. 15 Uhr schon Christvesper und um 17 Uhr Christvesper, die Gottesdienste halte ich. Um 22 Uhr dann Pfarrer Schumacher. Am ersten Feiertag ist um 10 Uhr Gottesdienst, den hält Andrea Vogt als Anwärterin, als Predikantin, und am zweiten Feiertag um 10 Uhr Michael Müller, Predikant. Am 31. ist um 17 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl und dann wieder am 2. Januar zum Anhauser Buß- und Bettag dann Gottesdienst, auch wieder mit Andrea Vogt. Also ganz, ganz herzliche Einladung. Jetzt hören wir noch einmal die Band Heilige Nacht, bitte. Heilige Nacht, in der Herr geboren, o heilige Nacht, die den Heiland uns brach. Lang war die Welt in Sünd und Schuld verloren, doch Gottes Sohn Morgen an.
Ich habe bei den Abkündigungen noch was vergessen. Dieser Gottesdienst ist ja ein Online-Gottesdienst und der nächste Online-Gottesdienst ist dann erst wieder am 2. Januar zu sehen. Jetzt bitte ich alle, die können, aufzustehen zum Fürbittengebet. Lieber Vater im Himmel, in Jesus Christus hast du uns besucht, bist zu uns gekommen, um Frieden mit dir selber zu stiften. Dafür danken wir dir von Herzen und danken dir dafür, dass wir auf dich vertrauen können, dass du unsere Gebete hörst. Wende dich uns zu und hilf uns, dass wir uns den anderen Menschen zuwenden können in dieser Zeit. Insbesondere den Menschen aus unseren Familien und aus unseren Nachbarschaften, denen, die uns wirklich am nächsten sind. Aber auch den Einsamen und den Traurigen, denen, die in Armut leben, denen, die verbittert sind, denen, die an dir zweifeln, denjenigen, denen es einfach nicht gut geht. Hilf uns, wirkliche Zuwendung zu leben, bis hin zu den Menschen, die uns Feind sind. Und wir bitten dich, dass du uns Frieden schenkst in diesen Tagen. Frieden in unsere Herzen, Frieden in den Familien, Frieden mit dir. Wir denken an die vielen Menschen in den Gebieten, in denen kein Friede ist, die unter Krieg oder Bürgerkrieg zu leiden haben. Schenke auch dort Frieden. Oft profitieren wir sogar davon, dass woanders Krieg ist, und es ist eine Schuld in unserem Leben. Und dann bitten wir dich für all diejenigen, die sich der Pandemie entgegenstellen. Im ganzen medizinischen Bereich, aber auch im wissenschaftlichen Bereich und in der Politik. Lass all ihre großen Anstrengungen gelingen. Schenke ihnen immer wieder neue Kraft. Sei du den Kranken nahe, sei du denen nahe, die im Sterben liegen. Und bitte schenke ein Ende der Pandemie. Und wir bitten dich für uns als Gemeinde, dass wir zusammenstehen können, dass wir untereinander mit Respekt umgehen können, dass wir in der Gemeinde immer wieder auf dich hören und wirklich dir folgen und nicht unseren eigenen Wünschen. Wir beten weiter in der Stille. Gemeinsam beten wir so, wie Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt nochmal Platz und wir singen von dem Lied O du Fröhliche, 44, 1 und 3.
Wer kann, stehe zum Segen bitte wieder auf. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Nehmt wieder Platz.